Hallo, meine Freunde! Viele Grüße diesmal aus Donaema in Santa Catarina. Ich befinde mich gerade in diesem Keller hier. Alles sehr gemütlich mit so einer tollen Aussicht. Natürlich, der Mate-Tee ist immer dabei. Und eine interessante Geschichte. Dieses Haus hier gehörte dem Schriftsteller, Arzt und Musiker Alexander Lehnert. Er hat selbst einige Bücher genau in diesem Haus geschrieben, wie zum Beispiel Ein Tag im unsichtbaren Haus und noch dieses andere hier, Die Kuh auf dem Bast. Beide zum Beispiel sind auch in anderen Sprachen veröffentlicht und weltweit bekannt. Außer hier in Brasilien, leider, ja. Und ich höre gerade zufälligerweise den wunderbaren Johann Sebastian Bach. Das war eigentlich sein Lieblingsmusiker. Ja, es ist kein Zufall, dass sein Sohn auch Sebastian heißt. Aber guck mal, ich möchte euch zeigen, wie das alles hier aussieht. Warum? Weil man hier noch übernachten kann. Das ist ja, guck mal, die Aussicht hier. Und also sein Haus ist zu einer Art Gasthaus geworden. Und man kann, wie gesagt, hier übernachten. Nicht nur im Keller, wo ich gerade bin, sondern auch da oben, ja. Es ist fantastisch und man spürt die Essenz des Schriftstellers, ja. Und er hat so viel ich weiß, die letzten 19 Jahre in diesem Haus verbracht. Und er hatte noch dazu einen Wunsch. Er wollte im Wald hier irgendwo begraben werden und sein Wunsch wurde erfüllt. Aber so toll und leider nicht viele wissen, dass so eine berühmte Figur ein Teil unserer Geschichte ist. Weil, wie gesagt, die zwei Bücher zum Beispiel handeln sich um Dona Ema, ja, hier in Santa Catarina, ja, die so ein kleines Dorf, aber nicht viele von uns, ja, die so Deutsch-Brasilianer oder Brasilianer, die auch die deutsche Sprache beherrschen, nicht viele wissen, dass das hier auch unsere Geschichte ist, ja. Also, kommt mal nach Donaema und ihr könnt auch hier in diesem tollen Haus übernachten, ja. Also, ich lasse euch jetzt in Ruhe und die Arbeit geht weiter. Ich habe vor, die nächsten Tage hier zu verbringen. Und Goethe sagte eines Tages, wer dichten will, muss ins Land der Dichter. Und in diesem Sinne, habe ich vor, ein Buch zu beenden. Es sind schon über 300 Seiten und vielleicht kriege ich ein bisschen mehr Inspiration für das Buch. Durch das Haus von Alexander Lennart. Okay, dann viele Grüße.